Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay von Herrschaft Raid mit ein paar prominenten Clan-Mitgliedern und zwar Libanon Elite ist heute dabei. Heute haben wir den Agent 007 Modern Warfare dabei, Matchgamer 3 und X-Cruiser XX und der edle Gameplay-Spender in Gold, der Lil Headshot 97, auch vom Clan Libanon Elite. So, er hat ein fettes Gameplay erzählt, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und richtig starkes Gameplay. Als ich reingejoint bin, habe ich überhaupt keine Chance gehabt. Ich glaube, ich hatte einen Kill und bin 15 Mal abgekratzt oder so. Heute geht es mir mal in diesem Gameplay um die böse USK. Unterhaltung Selbstkontrolle nennt sie sich. Auf das könnten wir auf jeden Fall mal verzichten, auf die USK, oder? Also die USK ist so eine blöde Unterhaltungs-Selbstkontrolle, die dafür sorgt, dass unsere lieben Spiele ja nicht zu brutal werden. Nur was ich nicht verstehe, was ist der USK eigentlich, was denen überhaupt einfällt, Spiele zu schneiden, zum Beispiel Bluteffekte, sogenannte Gore-Effekte, Spaltereffekte hinauszuschneiden. Das sind zum Beispiel Effekte, wo zum Beispiel der Arm abfliegt oder zum Beispiel halt eben überdimensional Blut spritzt. Ich kann das alles nicht nachvollziehen, warum man solche Sachen schneidet, wenn dieses Spiel sowieso ab 18 ist. Warum ist zum Beispiel Alkohol, Tabak ab 18 Jahre, aber bei einem Computerspiel werden zum Beispiel irgendwelche Bluteffekte heruntergetrimmt oder gleich entfernt? Es gibt ja das Computerspiel GTA 4, kennt ihr alle, da kann man Tausende, Zehntausende, wenn man ganze Lust hat, die ganze Stadt einfach so abballern und so mega Amoklauf machen. Und dieses Spiel ist nicht verboten. Aber ja, die Bluteffekte bei Moorhuhn müssen entfernt werden. Oh Gott, Moorhuhn, da spritzt Blut. Ah, schnell mal wegmachen. Also, irgendwas haben die verpasst da im Hirn. Also, man kann doch kein Spiel schneiden und dann noch den ganzen vollen fetten Preis dafür verlangen, was ich auch voll fett finde. Als ich zum ersten Mal Fallout 3 gekauft habe und Bethesda, diesem Spielehersteller, wollte ich, dass die ganzen Gegner wegfliegen. Im Trailer habe ich Spaltereffekte gesehen, da ist der Kopf weggeflogen. Und da gehe ich nun hin mit einem Atombombenwerfer, ich wiederhole, mit einem Atombombenwerfer, 8 Atombomben auf der Panzerfaust und schieße dem Typ auf den Kopf. Und was passiert? Nichts! Nichts, da fliegt gar nichts weg bei 8 Atombomben. Bis ich gemerkt habe, das Spiel ist geschnitten, oh Mann. Und wie viel habe ich bezahlt, wie viel Euro? Ratet mal. Nein, keine 10, auch keine 20, auch keine 30, auch keine 50. Nein, es waren 75 Euro für dieses Kackspiel, was ich in der Schweiz für 40 Franken gekauft hätte. Aber habe ich nicht gemacht. Und ich kaufe meine Spiele nur noch in der Schweiz oder bei Amazon. Das ist auch relativ leicht. So. Und Amazon ist echt easy. So, nach 2 Tagen hast du dein Spiel. Sehr billig. Eigentlich jedes Spiel, was du willst. So. Auch brutale Spiele, Postal oder so. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Immer Amazon. Oder einfach, wenn du in der Nähe von Österreich wohnst, Schweiz. Fahr in die Schweiz, Mann. Nimm dein Velo oder dein Fahrrad. Fahr los und kauf dir die Spiele. So. Jetzt mal wieder zum edlen Gameplay-Spender. Lil Headshot 97. Abschlachtung 22, Tode 0. 0 Tode, Leute. Und seht ihr irgendwo, für die Leute, die jetzt meinen, er würde campen, seht ihr irgendwo, dass er campen tut? Der läuft zu, Leute, der läuft zu, der macht einfach was. Und das alles mit der MP7, also das ist echt ein fettes Gameplay, muss ich sagen. Bäh, musste ich einfach nehmen, verstehst du, was ich meine? So. Yo, ich wollte mich nochmal fett bedanken für 410 Abonnenten. Ich hab jetzt den Blick ein bisschen verloren, wie viele es wirklich sind. Sagen wir mal 410 Abonnenten. Dankeschön für eure geile Anteilnahme, Mann. Dass ihr meine Videos gut findet. Und ja. Und dass ihr auch meine Macken zum Beispiel auch versteht. Ich habe nämlich auch Macken. Ihr wisst ja, ich vertausche manchmal Sachen. Ich fange mal von einem Thema an, dann bin ich beim anderen Thema, dann bin ich beim anderen Thema. Ja, willkommen beim Fischmarathon 2008 und so. Und ihr wisst, ich bin mal da beim Thema, da mal beim Thema. Und jetzt sprechen wir mal über die Waschmaschinenhersteller. Naja, so bin ich halt. Wie eine Mutter ohne Brust, sagen manche.
So, oh, das Ding ist fett. Wow, das Ding ist fett. Das Ding ist sehr fett. Was ist das, Diamanten? Ich glaube schon. Diamanten. Yo! Boah, hast du die Killcam gemacht? Ja, sehr schön. Ein 137 zu 36 war dieses Gameplay. Und die Gegner hatten Angst vor Libanon Elite, das merkt man. Die sind einfach rausgegangen, weil es den Leuten einfach so blöd wurde, weil der Clan einfach so fett stark ist. Wenn du da rein willst, dann schreib am besten mal Agent 007 Modern Warfare an, weil das kann ich nicht entscheiden. Ich fand den Clan fett und sag auf jeden Fall ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der Blaze, Season 3. Ciao. Und haut rein, ne?